Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Also so richtig, ich dachte nicht erwartet. Ja, sie haben nicht hier groß. Nee, ich hab gedacht, ich brauch mal eine Nase. Ich wollte gerade sagen, ich brauch mal Musik aus. Wirklich aus. Weil es halt mal eine Frau bei uns schon gehört. Ja, also. Ich werde erzählen lassen. Achso, ich war so eine Frau, ne? Wieder eine Bühne. Gerade Musik ist an, ich würde sagen, ich sage nicht, ich höre die Ball an, aber Musik geht aus, jeder hört das. Neubau findet nur im Marinesektor statt. Das heißt, Blumenfassboot, Fregatten und Korvetten für die deutsche Bundesmarine. Ja, Frage an die Herrschaften Händen. Erstens kann man den Buch verstehen, wunderbar. Zweitens, ich könnte die Per-Sending aufmachen. Das sehen wir gleich ein dickes, fettes. Jemals russisches Jahr und spionage U-Boot. 4, 3, 4 vor Jahren, man kriegt alles gekauft, was man sich bedenken kann, insbesondere Zionshalle Hamburg war ja bis vor 50, 60 Jahren ein großer Umschlag, der zu fahren, die wurde restauriert, die Halle und umgebaut worden zu einem Kommunikationszentrum. Jeden Sonntag war ein dickes Konvoi-Schiff. Ja, wenn wir rechts weitergefahren, geradeaus weiter. Drei Fregatten, zwei Neubauten für die deutsche Bundeswehr. Meine Bitte. Steht, oder wie wir Teuhöhe in Hamburg sagen, steht für den kurzen Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Das ist ja spannend.
Wilhelmsburg, für den Stadtteil Ebensee Wilhelmsburg. Da ist aber heute Morgen niemand ausgestiegen, also sammeln wir auch niemanden ein. Und ich gehe mal davon aus, dass von Ihnen auch niemand die Fahrt vorzeitig abbrechen möchte. Davor kreuzen wir hier den Reiherstieg. Reiherstieg, eine künstliche Nord-Süd-Verbindung zwischen der Norder Elbe, da wo wir eben gestartet sind, und auch zweitgrößte bewohnt. Die Insel Wilhelmsburg liegt sehr gleich, war im 19. Jahrhundert, kam im 20. Jahrhundert, im Jahre 1962, auf den 16. Krieg war eine verheerende Sturmflut. Die Elbe hoch und die Deiche brachen, die Elbinsel lief weit über 3 Meter voll Wasser. Danach wird man von der Hafenwirtschaft, was nicht genutzt wird, wird nicht ausgebaggert. Das heißt, hier auf der linken Seite haben wir bei Niedrigwasser ein riesiges Süßwasserrad. Ich sehe da so Hafenbackkassen, die nicht mehr genutzt werden. Schwimmende Hausboote oder Hausboote, sogenannte Lieger und vieles, vieles mehr liegt hier auf der rechten, auf der Steuerbordseite rum. Vielleicht zur Geschichte der Berlinstadt. Vielleicht haben Sie den anderen mal Zeit und Lust, sich das Museum anzuschauen. Die Berlinstadt steht auf historischem Grund und Boden. Dort hat sich bis zum Zweiten Weltkrieg die Auswandererstadt oder auch die Auswandererhallen befunden. Komplette Stadt, eigener Bahnhof, eigenes Hospital. Katholische, evangelische Kirche, eine Synagoge gab es da, große Musikpavillons, Schlafsäle, Speisesäle, vieles, vieles mehr. Und gebaut wurde das Ganze, um den Millionen Auswanderern, es waren ja 5 Millionen, die über Hamburg ausgewandert sind, einen Zwischenstopp zu bieten, einen komfortablen Zwischenstopp zu bieten, um hier auf die Schiffe der Hamburg, der damals größten Reederei, zu warten. Konnte man hier während des Wartens den Gesundheitszustand der Auswanderer überprüfen, man konnte die Papiere prüfen und dann ging es irgendwann von hier aus weiter. Ja, das Museum unbedingt sehenswert. Warum sind die Millionen ausgewandert? Und dann stellt man fest, die Gründe waren die gleichen wie heute. In Richtung seiner Zeit, weg aus Europa, zeigt er heute, ist die genau andersherum. Ja, wenn Sie sich das Museum nochmal anschauen sollten, dann stehen einige Computerterminals. Thank you.
als so eine Port of Drinks oder Auswanderermuseum bei Stadt. Wir finden uns hier und der Container sind im Wasser ein.
Genau, achter rausgucken, nach hinten rausgucken, da sehen Sie große Bögenbrücken, die Norderelbbrücken. Das wird später mal die natürliche Grenze dieses neuen Stadtteils haben müssen. Thank you.
Dann fahren wir nach Hause. Jetzt langsam durch die Speicherstadt zurück zur Landungsbrücke ziehen. Thank you.
Thank you.
Ja.